heitere Stimmung wäre im Gentleman's Club in der Strandstraße wohl nie aufgekommen. Diesen nahmen sich die Keitumer Ringreiter bei ihrem diesjährigen Ball nämlich zum Motto und parodierten die ganze Bordellsituation mit ihrer heißen Tanzeinlage. Insgesamt besuchten über 120 Ringreiter und deren Angehörige sowie Sylter Politiker und Unternehmer am Samstag den Ball im Friesensaal in Keitum. Zwischen den Showeinlagen brachte die Band Hotline die Besucher dazu, das Tanzbein zu schwingen. Und getanzt wurde dann auch bis spät in die Nacht. Über 70 Hundeliebhaber haben vergangene Woche an den Hundstagen teilgenommen. Bereits zum zweiten Mal hat die Gemeinde Wenningstedt die Veranstaltung organisiert. Dabei gab es für die Vierpfoter ein abwechslungsreiches Programm, ob wie hier bei der Wattwanderung, dem Training oder dem Hundstage-Cup am Ende der Veranstaltung. Die nächsten Hundstage finden Anfang November 2014 statt. Nähere Informationen gibt es auf der unten eingeblendeten Homepage von Wenningstedt. Thorsten Schröder, Tagesschausprecher und Moderator von NDR Aktuell, kommt kommende Woche nach Sylt. Er wird am 16. März zum ersten Mal beim Syltlauf starten. Die Strecke von über 33 Kilometern dürfte für ihn kein Problem sein. Schließlich hat er bereits an 2 Ironman-Triathlon-Veranstaltungen teilgenommen. Respekt hat er trotzdem vor der Strecke. Es sei die erste längere in diesem Jahr. Den Syltlauf sieht der 46-Jährige als Vorbereitung für den nächsten Ironman-Triathlon im Juli in Frankfurt. Im Vorfeld des Syltlaufs ist Thorsten Schröder zu Gast bei Inselgespräche live am 15. März um 19.30 Uhr im Keitumer Friesensaal. Nun hat Michael Wendler es auf seiner Facebook-Seite offiziell verkündet. Vom 11. bis 13. April will der Schlagersänger mit 300 Fans auf die Insel kommen. Anfang vergangener Woche sorgten die Pläne noch für Verwirrung, denn weder der Campingplatz noch die Gemeinde wussten von ihrem Glück. Jetzt steht die Planung aber und der Ex-Dschungelcamp-Bewohner bringt für 30 Euro pro Person seine Fans aus dem Ruhrgebiet auf die Insel in sein sogenanntes Wendler-Empire. Dass sein Vorhaben bei den Insulanern, zumindest im Internet, nicht so gut ankommt, scheint den Sänger dabei nicht zu stören.